Das ist ein schönes Gefühl, liebe Freunde, meine Damen und Herren, in so einen gut gefüllten Saal zu schauen. Das zeigt, die AfD hat Auftrieb, auch wenn sie noch so sehr gegen uns hetzen. Sie werden damit nicht durchdringen. Ja, vor kurzem wurde ich von einem Journalisten gefragt, was sind denn so die wichtigsten Themen für euch, für die AfD im EU-Wahlkampf, was ist denn so die zentrale politische Botschaft? Und wir sind hier nicht um eine Antwort verlegen, liebe Freunde, denn wir, die Alternative für Deutschland, wir sind auch die Alternative für Europa. Wir sind in so gut wie allen Bereichen der Politik fundamental anderer Meinung als das herrschende Parteienkartell. Wir beteiligen uns nicht an dem Pseudostreit, ob Deutschland zusammen mit den anderen europäischen Staaten bis 2040 oder 2050 oder noch etwas später oder früher aus den Gas- und Ölheizungen aussteigen soll, keine Verbrennermotoren mehr produzieren soll, weil wir angeblich klimaneutral werden müssen. Klimaneutralität ist für uns ein politischer Nonsensbegriff, liebe Freunde. Wir beteiligen uns auch nicht an den Diskussionen, ob Migranten, die illegal nach Europa gekommen sind, zu diesen oder zu jenen Quoten in den europäischen Ländern verteilt werden sollen. Und wer sie nicht annimmt, der muss dann eventuell Strafe zahlen, wie es jetzt dieser EU-Migrationspakt vorsieht. Das ist ein Dokument des Scheiterns, das ist eine Totgeburt. Wir meinen, wir müssen verhindern, dass die illegalen Einreisen überhaupt stattfinden. Und wenn sie stattgefunden haben, dann müssen diese Leute wieder in ihre Länder zurückgeführt werden. Großbritannien macht es ja vor. Und wir diskutieren auch nicht über die 1000 Geschlechter oder 1001. Für uns gibt es Mann und Frau und damit basta. Und so ist es auch. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen. Und die Vernunft und die Realität, die sind ja auf unserer Seite. Für eine solche links-grün-ideologische Politik ist vollkommener Irrsinn, ist Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Und wer sie betreibt, der gehört in die politische Wüste geschickt, in Berlin genauso wie in Brüssel, liebe Freunde. Aber alle vertreten das doch, alle unsere politischen Vertreter das, von ganz links-grün bis hinein in die CDU und die ach so liberale FDP. Und wenn Sie ihnen dann hier in Deutschland etwas anderes erzählen, die CDU, die FDP, diese Rebellen in der Regierung, ja, dann schauen Sie doch bitte mal, wie deren Abgeordnete im EU-Parlament abstimmen. Schauen Sie mal, was Frau von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, CDU, was sie vertritt. Die alle tragen dort jedes Schandprogramm mit, das auf dem grünen Mist gewachsen ist, und treiben es voran in der Hoffnung, es wird zu Hause in Deutschland schon niemanden auffallen. Aber wir garantieren Ihnen, es fällt uns auf und wir lassen euch das nicht durchgehen. Jetzt sollen ja laut EU-Verordnungen die Öl- und Gasheizungen bereits bis 2035, spätestens 39 abgeschafft werden. Die Renovierungskosten für die Bürger werden in die Hunderttausende gehen und Hunderttausende werden auch ihr angespartes Häuschen verlieren dadurch, weil sie sich also schlicht und einfach nicht mehr leisten können. Und das nennt man Enteignung, liebe Freunde. Und die AfD ist die einzige Partei, die sich klar auf ihre Seite, auf die Seite der Bürger stellt und ihr Eigentum und ihre Freiheit verteidigt. Das ist unser Versprechen. Wenn ich das Wort Klimapolitik schon höre, liebe Freunde, dann
fühle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich dann wie im falschen Film, in einer Art Satirefilm. Ja? Klimaschutz, Klimaneutralität, Klimarettung. Ich frage mich dann, was kommt denn als nächstes? Mondpolitik? Opfern wir unsere Wirtschaft demnächst vielleicht dafür, die Bahn des Mondes stabil zu halten, damit er uns nicht aus dem Kopf fällt? Es mag ein etwas gewagter Vergleich sein, aber ähnlich hybrishaft ist es doch, das Klima retten zu wollen. Mit 2% CO2-Ausstoß, weltweiten CO2-Ausstoß in Deutschland oder auch nur knapp 9% in der gesamten EU. Der Effekt all dieser Maßnahmen auf das Weltklima, schreibt euch das in Berlin und Brüssel hinter die Ohren, der ist gleich null. Und da... Und da sprechen wir noch nicht einmal davon, ob das CO2 denn überhaupt diesen Einfluss auf das Klima hat, wie immer behauptet wird. Es gibt nämlich ernsthafte wissenschaftliche Zweifel, aber es wird ja überhaupt keine Diskussion mehr darüber zugelassen. Ein Forscher, der Zweifel darüber anmeldet, der beispielsweise auf die natürlichen Faktoren des Klimawandels hinweist, der kann seine Karriere ja vergessen. Wir haben in Wirklichkeit gar keine freie Wissenschaft mehr. Das ist die traurige Realität. Und wir als AfD werden auch dafür sorgen, dass wieder eine freie Diskussion in der Wissenschaft stattfindet. Ja, und dieser Green Deal, der wird von der EU, von von der Leyen vorangetrieben, kräftig unterstützt von der Bundesregierung. Er hat auf das Klima, wie gesagt, null Einfluss, aber auf die Wirtschaft und auf die Industrie ist der Einfluss umso gewaltiger und er ist nämlich absolut ruinös. Verlust hunderttausender Arbeitsplätze, Abwanderung von Schlüsselindustrien ins Ausland. Tino Chrupalla hat es angesprochen, großflächige Zerstörung von Infrastruktur. 500.000 Kilometer Gasleitungen in Deutschland will Habeck einfach vernichten. Was ist das für ein Irrsinn? Und man kann sich ja wirklich fragen, wie kommen diese Leute dazu? Wie ist es möglich? Sehen die denn nicht, was sie anrichten? Und da möchte ich jetzt mal ein offenes Geheimnis ausplaudern, liebe Freunde. Sie wissen nämlich genau, was Sie anrichten. Es geht Ihnen nämlich in Wahrheit gar nicht um das Klima. Das glaubt nur das Fußvolk, aber nicht die oberen Entscheidungsränge. Das Klima ist nur sehr schlau vorgeschoben, um eine knallharte Machtpolitik zu legitimieren und zu tarnen und mit dem Mantel des Guten, des angeblich Notwendigen zu umgeben. Es geht erstens um gewaltige Profite der neu aufgebauten Klimaindustrie, die wie ein Parasit auf der alten industriellen Substanz aufsitzt und diese aussaugt, bis die Party dann irgendwann vorbei ist. Und genauso wie es ja auch bei der Migration um die Profite der Asylindustrie geht und nur in zweiter Linie um humanitäre Argumente. Und es geht in zweiter Linie darum, durch die Ausrufung des permanenten Ausnahmezustandes der Krise, Maßnahmen der Gängelung und der Kontrolle und der Überwachung der Bürger durchzusetzen und damit die eigene Macht auf eine Art und Weise zu sichern, wie es sonst niemals möglich gewesen wäre. Und wenn jetzt in Deutschland und in ganz Europa die Bauern aufstehen und sich dagegen wehren, dass ihnen die Existenzgrundlage genommen werden soll durch diese irrsinnigen Renaturierungspläne. Teile der landwirtschaftlichen Flächen sollen in Moore und Brachflächen zurückverwandelt werden. Dann sagen wir ihnen von dieser Stelle aus herzlichen Dank. Ihr habt unsere Solidarität. Ihr kämpft für unsere aller Freiheit und für einen Wandel in Europa. Und es ist für jeden, der Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, auch jetzt offenkundig geworden, dass der Ausnahmezustand der Corona-Zeit ebenfalls nicht zum Wohl und zur Gesundheit der Bürger inszeniert worden ist, sondern im genauen Gegenteil. Die RKI-Protokolle haben es ans Licht gebracht. Man hat sich ganz bewusst über wissenschaftliche Daten und Fakten, über Zweifel hinweggesetzt
und die schädlichen Maßnahmen inklusive der Genimpfung den Menschen aufgedrückt, um ein Experiment durchzuspielen, die Blaupause zu haben für weitere sogenannte Pandemien, man kündigt das ja auch schon ganz offen an, für die selbst geschaffenen Krisen der Zukunft. Oder glaubt etwa jemand im Ernst, dass Karl Lauterbach schlaflose Nächte hatte wegen der Gesundheit der Bevölkerung? Diese Leute gehen buchstäblich über Leichen, liebe Freunde, und niemals darf die EU die Macht erhalten, Pandemien auszurufen oder sonst einen Ausnahmezustand. Das wäre das Ende der Freiheit in Deutschland und in Europa. Und deshalb ist es auch gut, dass die Europäische Staatsanwaltschaft jetzt gegen Ursula von der Leyen ermittelt, wegen dieser milliardenschweren Pfizer-Deals. Und auch wenn am Ende wahrscheinlich, es ist zu befürchten, alle wieder ungeschoren davonkommen, so wirft es doch ein Schlaglicht jetzt für alle sichtbar auf diese Atmosphäre der Korruption in Brüssel, in der da über unsere Köpfe entschieden wird. Und darauf sollen wir natürlich nicht hinweisen dürfen und auch auf vieles andere nicht. Und deswegen ist dieses sogenannte Medienfreiheitsgesetz und der Digital Service Act in Brüssel jetzt umgesetzt worden und in Kraft gesetzt worden. Lauter Orwellsche Titel. Es geht dann nämlich nicht um Medienfreiheit, es geht um ganz klare Zensur. Die Unternehmen sollen gezwungen werden, unliebsame Meinungen zu löschen von den Plattformen. Das wird dann als Desinformation deklariert, aber was Desinformation ist, das bestimmt künftig die EU-Kommission. Was uns droht, und ich sage das sehr bewusst, wenn diese Entwicklung so weitergeht und die EU noch weiter an Kompetenzen und an Machtfülle gewinnt, das sind, liebe Freunde, nichts anderes als totalitäre Verhältnisse. Und deshalb muss diesem Transformationstreiben dringend Einhalt geboten werden. Kein EU-Superstaat, sondern Souveränität zurück an die Nationalstaaten, zurück nach Deutschland. Demokratie gibt es nur auf der nationalen Ebene, und denn nur da gibt es ein Staatsvolk. Identität und Demokratie, so heißt nicht umsonst auch unsere Fraktion im Europäischen Parlament. Sie versuchen natürlich, alles demokratisch aussehen zu lassen, nicht? 800 zufällig ausgewählte Bürger sollten bei der Konferenz zur Zukunft Europas ihre Meinung einfließen lassen. Seltsam nur, dass all diese zufällig ausgewählten Bürger zufällig genau die Positionen auch der Kommission und des Rates vertreten haben. Das Ganze war eine Farce, Demokratie, Inszenierung, Simulation, aber potenziell mit sehr ernsten Folgen. Was ist da geplant? Einführung transnationaler Listen für das EU-Parlament. Portugiesen, Rumänen, Spanier, Schweden werden dann künftig im EU-Parlament deutsche Bürger vertreten sollen. Schuldenaufnahme auf EU-Ebene. Die deutsche Haftung für europäische Schulden, für die Schulden anderer, wurde damit endgültig auf Dauer gestellt. Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat. Deutschland kann damit jederzeit von einer Mehrheit überstimmt werden, muss die Gesetze dann zu Hause exekutieren. Länderübergreifende Steuergesetzgebung, Vergemeinschaftung der Sozialpolitik, eine gemeinsame EU-Armee, die Bundeswehr würde von Brüssel befehligt, und am Ende steht eine EU-Verfassung, was 2005 gescheitert ist, das soll durch die Hintertür doch noch kommen. Meine Damen und Herren, das ist der EU-Superstaat. Böse Zungen, die aber nur leicht übertreiben, sagen, es ist die EU-DSSR. Deutschland würde damit zur tributpflichtigen Provinz Brüssels herabgestuft, mit unmittelbaren Folgen für jeden Bürger hier. Und wie ich es dargelegt habe, über die linksradikale Gesellschaftspolitik der EU habe ich dabei noch gar nicht gesprochen. Abtreibung bis zum 9. Monat als Menschenrecht, beliebige Geschlechtswahl für jedermann oder jeder X. Verpflichtender Quotenwahn, Diversity-Dogma nach US-amerikanischem Vorbild und so weiter und so fort. Und um damit auf die Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, was ist unsere politische Botschaft in diesem Wahlkampf? Genau dieses EU-Zwangskonstrukt
das uns all das aufdrücken will und uns die Freiheit nehmen will. Das wollen wir verhindern, liebe Freunde, gemeinsam mit unseren europäischen Schwesterparteien, der FPÖ und all den anderen. Und wir sind die einzige Partei in Deutschland, die diesen alternativen Weg gehen will. Und sind wir deshalb Anti-Europäer, wie unsere Gegner behaupten? Im genauen Gegenteil, liebe Freunde. Wir sind die besseren Europäer, weil wir wissen, dass die Stärke Europas und das Wesen Europas immer in seiner Vielgestaltigkeit lag, in den gewachsenen Traditionen, in dem friedlichen Wettbewerb untereinander. Deshalb ist diese zentralisierte EU auch zutiefst uneuropäisch. Wir brauchen etwas anderes. Einen Bund europäischer Nationen, der dort zusammenarbeitet, wo es für alle von Vorteil ist, beim Binnenmarkt, beim Schutz der Außengrenzen, der aber ansonsten die Souveränität der einzelnen Staaten achtet, inklusive der Kontrolle über die nationalen Währungen. Und ein Italien, an dem die Italiener sich heimatlich fühlen, ein Frankreich, das den Franzosen Heimat ist, das ist auch für mich als Deutscher viel mehr ein Zuhause im erweiterten Sinn des Wortes. Dort fühle ich mich wohler als in einem anonymen, von Brüssel regierten EU-Europa. Wir wollen uns unsere Heimat Deutschland nicht nehmen lassen und auch nicht unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Und weil Sie wissen, dass wir bald in die Lage kommen, das Ruder herumzureißen, deshalb fahren Sie eine Lügenkampagne nach der anderen gegen uns, weil Sie auch keine Argumente mehr haben. Aber Sie werden damit nicht durchdringen, liebe Freunde. Machen wir am 9. Juni Deutschland und Europa wieder normal. Holen wir uns unser Land zurück mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank.